Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4 After Years. Wir sind immer noch hier in der Höhle von Eplan, mal wieder. Da haben wir ja damals kurz... Ich rede von damals. Letzte Woche. So lange ist das noch nicht hier. Obwohl nur ein paar in der Woche kommt. Aber ja. Wir sind immer noch in der Höhle von Eplan. Ich hoffe, ist das für euch okay, dass von diesem Projekt nur ein Part kommt. Einfach weil ich habe halt nicht noch mehr Platz gehabt. Ich bräuchte tatsächlich noch mehr Tage in der Woche, um noch mehr Projekte mehr zur Geltung bringen zu können. Ich hoffe, ihr versteht es, wie das meine. Auf jeden Fall, ja, das Projekt wird natürlich weitergehen. Nahtlos, ohne Probleme. So, bei euch möchte ich doch sehr gerne eine Runde Orkan machen, oder? Ja, Orkan klingt geil. Ich habe sehr ausgiebig gelevelt nach dem letzten Part. Ich glaube, um die 10 Level habe ich gemacht oder so. Ich bin ja 27. Und das sollte auf jeden Fall reichen, damit wir jetzt hier so den ein oder anderen Gegner auch ohne Heilung überleben können. Und damit ist auch dieser Gegner Geschichte. Sehr geil. Ja, ich bin froh, endlich mal wieder mit dem werten Edge spielen zu dürfen. Wir hatten ja vor kurzem, obwohl wir die ganze Zeit im Kapitel von Edge sind, nur irgendwie seine Gefolgsleute spielen müssen. Die waren zwar okay, aber ich mag Edge halt einfach lieber. So. Bei euch könnte ich mir vorstellen, ein Schock wäre geil. Wie gut, dass ich ja vielseitig bin. Fühlt euch geschockt. Oh. Oh. Okay. Na komm, hier eine Runde. Angriff. So. Da können auch die Ratten hier nichts dagegen sagen. Oder sind das Stachelschweine? Ich habe keine Ahnung. Igel. Sind wahrscheinlich Igel oder so. So. Eine Kiste hätte ich da gerne. Sehr gut. Mithril-Handschuhe nehme ich direkt mit. Rüste sie an. Alles niedriger außer Abwehr. Sure, fuck you. Ich nehme gerne Sachen, die mir die Abwehr erhöhen. Das kennen wir ja schon aus den anderen RPGs. Ich bin eher so der Mensch, ich setze auf Angriff und Abwehr. Alle anderen Sachen sind eher so, nee. Weil, naja, was soll das? Ich meine, wenn ich mehr aushalte, dann brauche ich halt keine gute Ausweichchance. Logisch irgendwie, ne? So, ihr seid gutes Brennholz für den Kamin. Sehr schön. Guck ich nochmal kurz nach Elben. Und hier gibt es bestimmt nochmal eine Kiste und ein Gegner. Hallo. Fledermäuschen. Okay, okay. Ihr könnt auch gut prägen, glaube ich, ne? Au, okay. Dann mache ich halt hier eine normale Angriffsrunde nochmal. HP haben die denn? Wenn die das sogar aushalten. Krass. Das für eine kleine Fledermaus, ne? So. Aber Erfahrung geben die gut. Da, Kiste. Silberpanzer. Jetzt werde ich aber verwöhnter. Ui, okay, warte mal. Mein Angriff geht aber runter. Ach, was soll's. So. Ja, von ganz Norden kam ich, da brauche ich nicht nochmal gucken. Oh, okay. Da habe ich nochmal hier eine Brandaktion für euch. Na!
Was? Ach komm, verarscht mich doch. Dämlicher Zombie. Todessaat. Ja, toll. Schützt sie auch nicht davor, getötet zu werden mit einer blanken Klinge. Allgemein, Schwerter sind eh die besten Waffen, gerade in einer Zombie-Apokalypse. Der Grund, du kannst schön Sachen abtrennen, natürlich die Köpfe, was sonst. Und... Vater, Mutter! Du wurdest außer Sicht beigesetzt, genau wie du es wolltest, Vater. Ein Ninja, bis zum Ende. Wird es da unten eigentlich nie einsam? Und jetzt ist wieder Leben in den Turm gekommen. Ich wusste bereits, was all das zu bedeuten hat. Ich schwöre, dass ich nicht zulassen werde, dass das jemand noch einmal durchmacht. Also werde ich jetzt aufbrechen. Ja, das so viel dazu. Wie gesagt, mit Schwertern, ich meine, die haben halt nicht so wie bei Waffen das Problem, dass die Munition alle geht. Ne? Okay, ja, aber ich will schon bei einem ist das Ding geil. Ach komm. Und deswegen sind die halt Schwerter die besten Waffen in der Zombie-Apokalypse. Klar, man muss nah an den Gegner ran, nicht so wie bei Schusswaffen, aber... Ah, das kriegt man schon hin. Zombies sind langsam. So. Nur bei Zombie-Hunden wird es schwierig. Da, naja, die sind halt immer noch schnell. Und das macht die halt gefährlicher. Ach, komm, jetzt hier nochmal eine zweite Runde hier. Was? Die haben immer noch nicht genug. Ey. Ey. Boah. Mistviecher, ey. So, Level up, schön. Kiste. Heilpushen, geil. Kiste. Manchi-Schurigen, was? Kann nur mit Werfen genutzt werden. Okay. Das klingt nach einem fetten Item. Und wieder Rest irgendwie lang. Ich glaube nicht. Oh, die Osaya gießt hier wieder. Kennen wir ja schon seit dem ersten Teil. Mysteriöses Ei. Und da haben wir dann eine Ratte. Warum nicht? Die muss auch sterben. Ich kapiere die Osaya nicht. Oh, komm. Erstmal nach Norden. Kiste. Notausgang. Und den brauche ich wahrscheinlich am Ende. Nein! Gott, kein Normalangriff. Was ist denn das Wahnsinns? Ihr Brand bitte auf alle. Noch eine Runde, bitte. Ach komm, ey. Egal, noch eine Runde. Ob ich jetzt einmal noch einen Angriff mache und alle kille oder jetzt zwei normale Angriffe mache. Ne, das geht so schneller. So. Ach, so, befreiend. Gut, jetzt gucken wir noch mal hier im Norden. Och, echt jetzt? Sie besiegen mich hier noch, wenn es so weitergeht.
Oh, darf ich auch mal drankommen? So. Ich guck einfach mal, ob Schock mehr Schaden macht. Ja, natürlich. Das heilt die. Oh, war das ein Dreck. Darf ich noch mal drankommen hier? Hallo. Gut, dann... Eis. Wobei bei Flut habe ich jetzt so gedacht, dass das ein Wasserangriff ist. Nicht Eis, aber okay. Auf jeden Fall besser als der Feuerangriff. War auch nicht so das Geile. Zumindest brauchen die da nur zwei Runden statt drei. So ein Echokraut. Ich glaube, wir können uns mal heilen, oder? So, das muss schon reichen. Ja, Edge ist halt geizig. Deswegen will er halt nicht so viel trinken. Oh, ich wollte die Kiste. Hui. Reicht das nur für einen Angriff? Ich hoffe. Hab das mal. Sehr schön. Gib mir die Erfahrung. Und den Turbo-Aether. Natürlich werde ich gleich da rechts weiter die Dinge da abchecken. Aber erstmal jetzt hier nach Süden. Denn auch hier haben wir noch Kisten. Äther. Hi, Bursche. Wir können direkt mal Äther fressen. So. Eine Phönixfeder. Okay, cool. Was hat bei euch funktioniert? Wenn man hier macht Feuer, dann weiß ich nicht, vielleicht Eis, oder? Gucken wir mal. Da. Ja, ja. Sind zwar jetzt nicht so anfällig dagegen, aber ja. So, das Ding rechts hole ich mir gleich. Wo komme ich, wie komme ich da nach links hin? Achso, ich glaube, ich weiß. Oh, Gottes Willen. Das hier. Ich will natürlich die komplette Höhle hier erkunden, alle Items mitnehmen. Wow. Okay, Runde 2. Yes. Oh, 29. So, es müsste eigentlich hier... Es war doch hier ein Geheimweg, oder nicht? Da bilde ich mir das tatsächlich ein. Ich glaube, ich bilde mir das tatsächlich ein. Na gut. Dann halt nicht, dann geht's das mal weiter. Ich würde da drankommen, drankommen. Danke. So. Wisch und weg. So, jetzt heile ich mich noch mal eine Runde. Was haben wir denn hier? So, wir haben hier High Potions. Komm, noch mal Äther. Was soll denn der Geiz? So,
Kiste, 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 Kiste. Oh Mann. Geh, Feuerangriff. Da. So, was kriegen wir hier? Eine Hütte. Okay. So, da. Oh, drei Kisten. Kisten. Haben wir. Geil. Lecker. Sauber. Erstmal muss ich die ausrotten. Die wollen mir meine Belohnung streitig machen. Das kann ich nicht dulden. Nummer 1, Heilpotion. Nummer 2, Allheilmittel. Nummer 3, eine Potion. Okay. So, jetzt hätte ich gerne nochmal kurz hier links da. Nein, ich muss von links und dann nach rechts. Oh, komm. Oh, na super, na toll. Wahrscheinlich ist das wieder so ein Loot, der irgendwie... Scheiße ist, den man nicht braucht. Aber ich will's haben. Ich will alles haben. Mein Schatz. Na gut, eigentlich der Schatz von Edge, aber naja. Das nehme ich hier nicht so genau. So. Nochmal hier lang. Ah, wo ist hier der Durchgang? Ach, wat. Komm, hör auf. Weißt du was? Tschüss. Ja, 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 ja. Oh, zwei Kisten. Eine halbe Potion. Silberapfel. Okay, das hat's gelohnt. So, du frisst jetzt den Apfel sofort. So. Schon gelohnt. Und wir können jetzt... endlich den Weg geht. Aber ich frage mich immer noch, wie ich da nach links komme auf der kleinen Plattform. Naja, egal. Vielleicht versuche ich das offscreen oder so. Wir wollen hier noch was erreichen. Oh. Achso, nehmt ihr denn diesen Angriff? Was soll denn das? Hab das! Oh, geh doch da durch, Mann. Oh, nö. Oh, komm, selber Angriff. Los, meine Runde trinken. Ich mach das normalerweise ungern während des Aufnehmens, aber ich hatte gerade so einen tierischen Brand. Das muss ja echt mal sein. So, Routine haben wir bei den Gegnern auch mittlerweile. Oh, komm. Okay, Feuer. Nimm das. Ja, ich weiß, du kriegst ja gleich meine Klinge zu spüren. Yes! Man hat ja wenig AP. So, was gibt's hier? Ah, sie haben mir den Speicherpunkt dagelassen, wie damals. Ah, auch das ist noch hier geblieben. Eine Sommerträne. Ja, die kriegst du. Ein Ort, der überhaupt nicht eingezeichnet wurde hier. So. Kurze Runde pennen.
Der abnehmende Mond. Das heißt, wir müssen jetzt endlich auch wieder gut... Ja, wir sind auch wieder gut im Angriff. Das ist schön. Ah, da sollte ich jetzt ehrlich mal wieder gut Schaden machen können. Ich bin wieder da. Dort, wo ich die erste Niederlage erleben musste. Rubikante! Was? Was ist hier los? Wollte schon sagen, wenn das jetzt ein Bosskampf ist, ne, dann frage ich mich, wie das gehen kann, weil Rubikante wurde vernichtet von uns. Ganz klar. Oh, Ninjutsu ist ja scheiße. Na toll. Egal, egal. Sollte trotzdem reichen. Die haben ja eh kaum HP, habe ich gerade gemerkt. Ah, die sind auch immun gegen Feuer. Also die drei da vorne. Gott. Denn hier Flut. So. Item. Push und Level up. Geil. Turm von Babel. Untergeschoss 1. Da werden Erinnerungen wach. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier jemals wieder durchgehen würde. Ja, aber vorher will ich gucken, was das Reste war, was er geblüht hat. Darf ich mal? Den Kerker verlassen? Oh, nee. Oh, okay, das portet mich raus. Ist auch cool. So. Und ja, wir müssen mal wieder diesen Turm besteigen. Finde ich... Das sage ich schon immer wieder, aber ich finde das echt lame. So viel Sachen, die man schon im Vorgänger gemacht hat, muss man hier nochmal machen. Nicht nur die Orte, auch Gegner, Story-Abschnitte wie, ja, Edge besteigt den. Hi! Was soll das jetzt? Seit wann gibt es Gegner, die sichtbar sind? Das ist neu. Oder halt die Sache, dass Edge hier diesen Turm besteigt. Ihr solltet mich besser nicht zurücklassen. Was? Oh, what? Tsukinoba. Wow, was macht er hier? Okay, cool. Ich nehme das an. Ist jetzt nicht so, dass ich ihn bräuchte? Aber okay, cool. Ja, wie gesagt, finde es halt schade, dass das so viel Recycling ist. Da ist halt einfach wenig Neues mit bei. Aber nun gut, was soll man machen, ne? Krass. Kriege ich jetzt mal Unterstützung. Oh, was? Der war nur Level 16. Oh Gott, ist das billig. So, Genova, du bist noch immer an einem Stück. Mysterious Magie kann unseren Ninjutsu nichts entgegensetzen. Natürlich nicht. Lass uns gehen, Meister. Ninja Tsukinoba hat sich der Formation angeschlossen. Ey, cool. Zu zweit geht's auf jeden Fall besser. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja klar, du hast nur Level 17. Aber nun gut. Teilbumerang. Ich weiß nicht. Irgendwie will ich dir gar nichts geben.
Okay, weiter. Streitaxt. Ah, nee, ich bleibe bei Schwertern bei euch. Echte Ninja brauchen nur Schwerter. Ist sowieso meine Lieblingswaffe. Hi, wieder ein sichtbarer Gegner. Echt ungewohnt, Leute. Was? Oh, schade, jetzt habe ich den Text übersprungen. Ja, jetzt ist auch das Mädel mit dabei. Sehr cool. Ich sag, joi. Jetzt sind wir zu dritt. Sehr cool. So muss das. Krass, wie wenig der Skill dir Schaden macht, wenn ich so dran denke. Im Vorgänger hat der Schaden so heftig gezogen beim Skill. Oh Gott, die ist erst Level 13 bzw. 14. Scheiße, bin ich krass gelevelt im Vergleich zu denen. Isayoi, du bist nach Eppland zurückgekehrt. Hoffentlich behandelt ihr mich nicht mehr wie eine Frau, Meister. Du bist eine Frau. Soll das dein Ernst sein? Ich stelle meinen Status als Ninja von Eppland über mein Geschlecht. Du bist verrückt geworden, Frau. Nicht Frau, Ninja. Ninja, Isayoi hat sich der Formation angeschlossen. Cool, sind wir schon zu dritt. So, was gibt's da im Norden? Neta, jetzt schau ich doch nochmal bei ihr nach. Was hat sie denn da so Schönes? Sie könnten Bogen nutzen. Ja, ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, ihren Bogen in die Hand zu drücken. So, das kriegt sie auch noch. Das kriegt sie. So. Kiste. Manchi Schurig nochmal, okay. Huch, da ist wieder ein unsichtbarer Gegner. Finde ich ja schon ein bisschen trollig, ne? So. Ausweichen. Wind angreifen. Machen wir mal. Es ist ja so, dass man die Gegner ja so eingebaut hat, damit man die Macht, damit man hier diese... Oh Gott, war da auch scheiße. Damit man hier diese Gruppenmitglieder wieder dazu bekommt. Aber trotzdem, irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Man merkt sofort, dass das irgendwie besonders sein muss. So, so geht's auch besser. Salbe hat sie gelernt, okay, und du bist 18 geworden. Mal schauen, wen wir jetzt dazu bekommen. Zwei gibt's ja noch. Foto-Uhrwerk. Weißt du irgendwas? Ah, mein Gott. Schock. Ah, schön. Sangetsu. Jo, einfach drauf. Oh Gott, ich sag euch fast tot. Sehr gut. Gruppenfertigkeit erlernen. Eisiger Mondtanz. Okay. Nice. Sangetsu, du bist in Sicherheit. Ich bin vielleicht alt, mein Lord, aber sehr erfahren. Das sehe ich. Ninja Sangetsu hat sich der Formation auch angeschlossen. Jetzt ist die Frage, schaffe ich's? Ja, ich kann, ich habe natürlich Heilungsskills. Natürlich. Eine große Menge LP wiederherstellen.
Okay, cool. So, dann kurz nach Süden nochmal. Was gibt's denn da? Ein Kampf. Ja, das war easy. Gruppenfertigkeit Wilder Mond, okay. So, so. Und wir kriegen eine Partisane. So, jetzt check ich nochmal die Waffen und so bei ihm. Partisane, sehr schön. Okay. Ach, weißt du was? Der hier... Noch Metallboomerang. So Leute, der Part ist auch schon fertig. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Final Fantasy 4 The After Years. Tschüss.